I'm silent. Thank you. Okay. Ja, hallo auch von meiner Seite in die Runde. Freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und sind sehr gespannt und sehr voller Vorfreude schon auf unser erstes Spiel morgen in der Conference League. Und ich glaube, dass wir mit Başakşehir hier schon einen sehr, sehr starken Gegner haben, eine sehr erfahrene Mannschaft, die weiß, wie es in Europa ist zu spielen, die viele gute Spiele hat und die in den letzten Jahren einfach auch gezeigt hat, dass sie immer in der Lage ist, gute Ergebnisse gerade in Europa auch zu holen. Und deswegen sind wir gut vorbereitet und trotzdem freuen wir uns schon sehr. Başakşehir'in çok güçlü bir rakip olduğunu farkındayız. Ve de iyi bir gününde Başakşehir'in çok başarılı olabileceğini ve de birçok güçlü takıma karşı galip gelebileceğinin de farkındayız. Ve bunun için çok iyi hazırlandık. Ve yarınki maçta elimizden geleni yapacağız. Ja, ich glaube, dass Başakşehir eine besondere Art hat, Fußball zu spielen. Sie haben versuchen sehr viel Ballbesitz zu haben, haben einige spezielle Abläufe auch mit Ball, auf die wir uns vorbereitet haben, haben sehr viel Qualität, gerade in der Offensive. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Und genauso haben sie defensiv auch ein paar Besonderheiten drin in ihrem Spiel, die wir so nicht kennen bei uns aus der Liga. Das heißt, es ist auch da neu für uns einige Dinge, auf die wir uns dann vorbereitet haben, sowohl mit Video, aber auch im Training auf dem Platz. Başakşehir, topu tutmayı seven bir takım. Ve de ofansif bir oyun oynamayı tercih ediyorlar. Ve aynı zamanda şu an detayına girmek istemediğim birkaç farklı özelliği de olan bir takım Başakşehir. Bizim Avusturya Ligi'nden tanıdık olmadığımız takımı Başakşehir'i videolardan analiz ettik. Ja, grundsätzlich das, was immer für uns spricht, unsere Mannschaft, unsere Qualität, unsere Leidenschaft, unsere Bereitschaft, am Platz alles zu lassen und das, was in jedem Spiel gilt. Da machen wir keine Unterschiede zwischen den Gegnern und in der Vorbereitung, sondern wir wollen immer das Bestmögliche rausholen. Und wenn wir unsere bestmögliche Leistung bringen, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Und genauso gehen wir es morgen auch wieder an. Und da differenzieren wir nicht zwischen Gegnern in der Liga oder in Europa, sondern wir wollen einfach schauen, dass wir unsere Leistung, zu der wir in der Lage sind und die wir auch schon oft gezeigt haben in der Saison, zeigen und dann wird es ein gutes Spiel werden. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir Probleme bekommen und wenn wir es tun, dann werden wir ein gutes Spiel liefern. Soru şu şekildeydi. Yarın için ne düşünüyorsunuz? Ve de kaptanımız ve de koçumuz şu şekilde cevapladı. Biz çok tutkulu ve de bir taktiği olan bir takımız. Ve de biz rakip ayırtmıyoruz. Yani Başakşehir olsun ya da başka takımlar olsun. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Zaten bunu yapamazsak takımda bir sorun olduğuna işaret eder. Ja, es ist schon besonders, weil wir mit dem Flugzeug anreisen, was selten der Fall ist in Österreich, weil wir statt unsere Puma-Ausgehgewand Bugatti-Dresscode tragen und weil wir bestimmte Regularien erfüllen müssen, die UEFA vorgibt, und dazu zählt zum Beispiel ein Abschlusstraining im Stadion. Das sind ja alles diese Besonderheiten, die man hat, wenn man europäisch spielt, und was ja auch schön ist, und darauf freuen wir uns auch, was ja das auch ausmacht, diesen Unterschied und diese Abwechslung und der Reiz, der dann dadurch gegeben ist. Und deswegen fühlt sich schon anders an als zu spielen in der heimischen Liga, weil es dazu noch auch ein Gegner ist, den wir natürlich nicht so gut kennen wie die Gegner in der Liga, wo wir uns dann auch nochmal deutlicher und gezielter darauf vorbereiten. Und alles das macht dann irgendwo den europäischen Wettbewerb aus. Soru şu şekildeydi. Sizce UEFA Konferans Ligi'nin kazanma amacı grup fazlarından sonra mı başlar yoksa şimdi mi? Koçumuz saatinde göstererek tam şimdi başladı şeklinde bir yanıt verdi. Sonrasında diğer gelen soru da şuydu. Lig maçlarından farklı olacağını mı düşünüyorsunuzdu? Ve koçumuz da şöyle cevapladı. Tabii ki lig maçlarından daha farklı. UEFA maçlarında çok daha farklı bir atmosfer oluyor. Ama biz yine de elimizden geleni yapacağız ve de kazanacağımıza inanıyoruz. Ja, grundsätzlich hat Başakşehir viele gefährliche Spieler, gerade in der Offensive. Sie haben, was ich schon gesagt habe, eine besondere Art, Fußball zu spielen, eine besondere Positionierung auf dem Feld. Und darauf haben wir uns gezielt vorbereitet. Sicherlich
Gibt es mit Piontek und Figueiredo die zwei Topscorer, wo wir auch nochmal gezielt darauf hingewiesen haben. Sie haben mit Opoku einen Innenverteidiger, der sehr offensiv denkt. Und das sind schon für mich die Key Player. Daha önce de belirttiğim gibi Başakşehir'in farklı bir oyun tarzı var ve ofansif bir takım. Forvetlerden bahsetti. Forvetleri tabii ki çok iyi olduğundan bahsetti ve de Opaka'dan bahsetti. Çok iyi bir savunmacı olduğundan. Haben wir nicht gebraucht. Also alle Infos, die ich ja zum Gegner habe und die ich der Mannschaft vermittelt habe, hat ja mein Trainerteam genauso. Wir haben das ja alles zusammengearbeitet, sowohl in der Vorbereitung, dann im Video und dann auch nochmal am Platz. Gestern schon im 11 gegen 11, sodass alle Infos klar sind und jeder weiß, was er zu tun hat. Und die Denkweise ist eh komplett gleich. Das heißt, da gibt es dann auch nicht mehr. Auch ich kann ja dann während des Spiels nur noch bedingt eingreifen. Wenn natürlich der Gegner was anderes macht oder wenn wir irgendwie nicht in unsere Abläufe reinkommen, dann kann ich da schon eingreifen. Aber auch das kann mein Trainerteam genauso tun, weil da stimmen wir uns ja vorher auch immer ab. Also es sind jetzt keine One-Man-Show während des Spiels, sondern wir haben immer einen sehr engen Austausch während des Spiels und das wird auch morgen dann wieder so sein zwischen denjenigen, die unten sind, plus Videoanalyst oben auf der Tribüne. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Ich stand jetzt, morgen auf der Tribüne bin ich dann sicherlich nicht mehr entspannt. Soru yine koçumuzun yarın sağ kenarında olamamasıyla alakalı bir soruydu. Bunun taktiksel olarak bir şey değişip değiştirmeyeceği soruldu. Ve koçumuz da dedi ki zaten bizim daha önce yaptığımız antrenmanlar olsun, daha önce yaptığımız toplantılar olsun. Zaten tüm bilgileri biz oyuncularımıza verdik. Taktiklerimiz belli. Her türlü senaryoya hazırlandık.